Darf ich hier durchpassen? Einen wunderschönen guten Tag hier vom Wanderfritzen und herzlich willkommen zurück in Kroatien. Wir werden heute zusammen zwei Orte hier in Kroatien besuchen. Zum einen sind wir gerade in der Stadt Vrbnik, da werden wir die engste Gasse der Welt suchen. Ob das wirklich die engste Gasse der Welt ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es eine wunderschöne kleine alte Stadt mitten auf einem Felsen hier im Osten der Stadt Kürk. Und im zweiten Teil werden wir in den wunderschönen Nationalpark Plitvicer Seen fahren, der größte Nationalpark hier in Kroatien mit seinen Wasserfällen und seinem glasklaren Wasser. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann jetzt entspannt in den Sessel setzen, auf die Couch setzen und entspannt zurücklehnen, ein bisschen Kuchen oder Gebäck dazu naschen, den ein oder anderen Kaffee, Kakao, Eistee oder Eiskaffee trinken. Und ich würde sagen, wir starten gemeinsam jetzt das Abenteuer. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bei allen PayPal-Spendern hier bedanken, die mir einen kleinen Kaffee spendiert haben. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Willkommen in Vrbnik. Der Ort Vrbnik liegt im Osten der Insel Kürk und war schon in vorgeschichtlicher und römischer Zeit besiedelt. Im Jahre 1100 wurde Vrbnik erstmals urkundlich erwähnt. Die Altstadt liegt auf einem Felsen, der steil zur Adria abfällt. Somit war sie ein Bollwerk der Fürsten von Kürk, die in Vrbnik viele steinerne Sporen hinterlassen haben. Viele Kirchen und Kapellen aus verschiedenen Epochen sind im Ortskern angesiedelt. Im Zentrum der Altstadt wird die Silhouette durch den Glockenturm aus venezianischer Zeit geprägt. Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit zeigen wir euch jetzt. So, wir nähern uns dem Ziel der engsten Gasse. 40 cm soll sie sein in der Breite. Mal gucken, ob wir da durchpassen. Gucken wir doch mal. So, wir gucken mal. Das soll sie sein? Ja, da kommst du nicht durch, Sebastian. Das wirst du gleich sehen. So. Darf ich hier durchpassen? Bestimmt, hä? Locker hier. Aber sowas von hier. Darf ich sogar so durch hier? Hätte ich nie gedacht, dass du das bist. Hallo? Ich war schon schmaler. So. Aber? Und hier soll es was 43 cm. Und dabei ist es gar nicht die engste Gasse der Welt. Oh Gott. Ich passe also so durch, ja, gucken. Ja, mit der. Oh. So. So. Die engste Gasse ist aber in Reutling mit 31 cm. Und die steht nämlich im Guinness-Buch der Rekorde. Aha. Was ist bei dir? Fisch? Da gibt es auch diesen gebratenen Tintenfisch mit Pommes, was ich letztens hatte. Mhm. Gegrillter Fisch. Wollen wir die Fischbeine nehmen? Zu zweit?
sind Garnelen, Mangold, Kartoffeln, gebratener Tintenfisch. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Plitvice. Wir sind hier heute bei den Wasserfällen. Mehr erzählt euch dann der Wanderfritze. So, ihr Lieben, willkommen an den Plitvicer Seen im Nationalpark. Da sieht man das ein bisschen im Hintergrund. Kerstin macht gerade schöne Bilder. Die ganze Zeit? Genau. Richtig viel los. Es gibt hier zwei Eingänge. Genau, man kann hier mit dem Panoramazug fahren, man kann mit dem Boot fahren, mit der Fähre und man kann da durch verschiedene Routen laufen. Im Moment hier hinten in der Ecke ist es relativ entspannt, ne? Aber es ist schon voll. Angenehmes Wetter, 24 Grad Sonne. Also, bleibt dran, begleitet uns hier auf diesem wunderschönen Weg durch den Nationalpark Plitvicer Seen. Hier müsst ihr unbedingt mal herkommen. Aber wirklich dann bitte bei Zeiten, weil sonst könnte es sein, dass es ein bisschen voll wird. Eintrittspreise aktuell, Erwachsene 40 Euro, Kind 15 Euro, 7 bis 14, glaube ich. Genau. Ja. Müsst ihr mal gucken, aber das kann immer variieren. Schaut bitte auf die Internetseite. Ihr könnt euch auch die App runterladen von dem Plitvicer Seen. Gibt es bei Android und bei Apple. Müsst ihr mal gucken. Im Play Store oder im Apple Store. Genau, da könnt ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Genau, einer von den großen Seen hier. Da laufen wir jetzt einmal ringsrum. Also mitkommen, hinsetzen, entspannt auf euren Sessel, auf die Couch, bisschen was zu knabbern, was zu trinken und ihr könnt uns gerne begleiten. Für euren Besuch im Nationalpark stehen euch zwei Eingänge zur Verfügung, einmal Eingang 1 und Eingang 2. Jeweils an diesen Eingängen könnt ihr auch parken, aber bitte passt auf beim Parken, die Parkplätze sind sehr groß und gehen auch bis in den Wald hinein. Dort solltet ihr euch die Farbe eures Parkplatzes merken. Die kosten natürlich Geld, wie überall. Ist aber ein relativ moderater Preis. Die Eintrittspreise verlinke ich euch in der Videobeschreibung, denn die können sich ändern. Und ich empfehle euch einfach euren Eintritts- oder eure Eintrittszeit vorzubuchen. Dann müsst ihr, wenn ihr hierher kommt und es gerade richtig was los ist, dann nicht lange warten. Der Nationalpark Plitvicer Seen, der besteht aus den oberen und unteren Seen. Die oberen Seen, das sind insgesamt 12 Stück. Und die unteren Seen bestehen aus 4 Seen. Der Kosjaksee und der Prochanskosee, das sind die beiden größten Seen. Der Prochanskosee gehört zu den oberen Seen, genauso wie der Kosjaksee. Es gibt zwei Wasserfälle, einmal beim Galovaksee, das ist der etwas kleinere Wasserfall. Und Velika Slap, das ist eigentlich auch der bekannteste und berühmteste Wasserfall. Das ist der größte Wasserfall hier in den Plitvicer Seen und auch der größte Wasserfall in Kroatien. Es gibt 4 grüne und 4 orange Toren. Die grünen Toren beginnen am Eingang 1 und die orangen Toren am Eingang 2. Die kürzeren Toren sind die grünen, die beginnen am Eingang 1 mit jeweils 3,5 Kilometer bis 8 Kilometer. Die längeren Toren sind dann an den oberen Seen in orange zu finden. Die K-Routen sind identisch, nur der Eingang ändert sich von Eingang 1 zu Eingang 2 und das sind auch die längsten Routen von 11,5 bis 12,5 Kilometern. Ihr könnt das gesamte Areal zu Fuß erreichen, ihr könnt aber auch über den Kosjaksee mit den Elektrobooten mit einer Art Fähre fahren und ihr könnt euch auch von Eingang 1 zu Eingang 2 mit dem Bus bringen lassen oder zur Station 3, was ganz oben an den oberen Seen liegt. Ihr könnt auch
zwischendurch immer wieder aussteigen. Die oberen Seen erreichte vom Eingang 2 nur mit einer Fähre. Ich empfehle euch, für euren Besuch 2 Tage einzuplanen, dann habt ihr genügend Zeit, die oberen und unteren Seen zu besichtigen. Wir starten hier am Parkplatz vom Eingang 2. Hier kann man auch alle Tickets kaufen oder auch schon was essen. Aber von hier ist es ein kleiner Fußweg, der hinunter zum Eingang 2 führt. Wir gehen hier über die Verbindungsstraße durch den Wald direkt hinunter zum ersten großen See. Und das ist der Kosjaksee. Und dort setzen wir mit einer Elektrofähre über zu dem Rundweg an den oberen Seen. Der Nationalpark Plitvicer Seen ist der flächenmäßig größte Nationalpark Kroatiens und zugleich auch der älteste Nationalpark Südosteuropas. Er wurde 1949 gegründet und befindet sich im hügeligen Karstgebiet Mittelkroatiens, unweit der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Das geschützte Nationalparkgebiet umfasst 297 Quadratkilometer. Die Plitvicer Seen wurden 1979 als einer der ersten Naturdenkmäler weltweit in das UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. Die Bezeichnung Plitvice wurde 1777 erstmals von Dominik Vukasovic, dem Pfarrer von Otto Schack, schriftlich erwähnt. Die Plitvicer Seen verdanken ihren Namen den Naturphänomenen, die den See schuf. Die Natur bildet zunächst seichte Becken, kroatisch Plitschwitka oder Plitvak, und letztlich Seen, dadurch, dass sich das Wasser in der Landschaft einschmiegte oder durch Travertinbarrieren immer höher angestaut wurde. Der Nationalpark ist für seine kaskadenförmig angeordneten Seen weltbekannt, von denen an der Oberfläche derzeit 16 sichtbar sind. Diese bildeten sich durch den Zusammenfluss einiger kleiner Flüsse sowie durch unterirdische Karstzuflüsse. Die Seen sind durch natürliche Barrieren voneinander getrennt, ein Merkmal von einzigartigen Naturvorgängen. Die besonders labilen Travertinbarrieren entstehen durch ein Wechselspiel von Fließwasser, Luft und Vegetation.
klares, klares Wasser. Hm? In den 1960er Jahren wurden hier einige Karl-May-Filme gedreht. So könnt ihr zum Beispiel an den unteren Seen, den Silbersee und die Schatzhöhle aus dem Film Der Schatz im Silbersee besuchen und entdecken. Thank you.
ihr Lieben, wir haben es geschafft. Plitwitzer Seen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr hierher kommt, sucht euch hier in der Nähe ein Hotel oder einen Campingplatz. Es gibt auch zwei Tage-Tickets. Da könnt ihr an einem Tag die unteren und am zweiten Tag die oberen Seen machen. Kann ich euch nur empfehlen. Es ist ein bisschen viel los gewesen, deswegen gibt es dann immer wieder mal Stau, weil natürlich alle stehen bleiben und filmen oder fotografieren wollen. Deswegen Empfehlung an euch, 2 Tage einplanen. Einen Tag, wie gesagt, die unteren oder oberen und dann den zweiten Tag umgedreht, wie ihr gerade möchtet. Es gibt verschiedene Touren, die gibt es auch auf der Internetseite zu sehen. In diesem Sinne, mir hat es wunderbar gefallen. Für klein, groß, jung oder alt ist das auf jeden Fall machbar und schaffbar. Es ist natürlich ein Holzbohlenweg. Da sind auch Stufen drin. Also ein bisschen aufpassen. Die können auch nass sein, dann ist es ein bisschen rutschig. Mit Kinderwagenrollatoren ist es nicht gerade so das Gelbe vom Ei. Müsst ihr aber selber wissen. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich mich gern von euch verabschieden. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Samstagnachmittag, einen wunderschönen Sonntag. Hier auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Gerne was kommentieren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Film gefallen hat. Und natürlich die Glocke betätigen, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bei Facebook gerne ein Like dalassen, gerne kommentieren. Bei Instagram seht ihr wie immer das ein oder andere Foto. Ihr könnt mich gerne unterstützen bei PayPal, bei YouTube. Kleine Spende könnt ihr mit dalassen. Die Höhe dieser Spende überlasse ich ganz euch. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Cent. Im Internet könnt ihr mich auch besuchen auf meiner Internetseite. Hier unten nochmal eingeblendet. www.der-wanderfritze.de. Da gibt es eine Reiter Ausrüstung. Einmal draufklicken und da findet ihr alle meine Ausrüstungsgegenstände. Gut, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, allen noch ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns dann pünktlich in 14 Tagen wieder hier auf diesem YouTube-Kanal zu einem neuen Abenteuer. Und bis dahin sagt Tschüss, euer Wanderfritze.